Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Journey. Wir sind immer noch Alex Hunter und sind momentan hier beim Scouting, in der ersten Halbzeit des Testspiels ein Tor geschossen und sind jetzt hier bei diesen Einzelübungen nicht ganz so toll, aber immerhin Platz 6 von 30. Und dementsprechend machen wir jetzt einfach hier weiter mit der nächsten Disziplin. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen ja immer noch dafür kämpfen, dass wir weiterkommen, dass die uns die Talentscouts in die großen Mannschaften bringen. Und hier wird jetzt wieder geladen. Das sind unsere Kontrahenten und Freunde, sind momentan noch unter den Top 10, auf Platz 6 tatsächlich. Und jetzt sollen wir Torvorlagen üben. Up next, passing drills. Move the ball with precision and purpose. Let's get started. So, das wird interessant. Also, Torvorlagen. Spieler in Steilpass zu deinem freien Mitspieler. Für erzielte Tore und abgeschlossene Pässe gibt es Punkte. Aha. Aha. Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Aha, okay. Schauen wir mal. Okay, also, was soll ich jetzt hier, durchlaufen? Soll ich hier nochmal? Okay. Das war ja ganz okay. Soll ich da durch? Ich weiß nicht, ob ich da durchlaufen soll oder durchpassen soll. Das war nicht gut. Aber ich soll ja Torvorlagen üben, ja? So, also soll ich eigentlich nur passen. So. Oh, das war daneben. Oh, der war gar nicht schlecht. Hihi. Okay, so kriege ich auch Punkte. Das ist gut. Also dann machen wir Doppelpass mehr. Hihi. Okay, ich mache irgendwie das anders, als ich wollte. Ach, das wollte ich nicht. Scheiße. Sehr gut. Also da stelle ich mich, glaube ich, ein bisschen besser an. Na, immerhin Platz 5. Ist okay. Ja, ist nicht best, ist nicht perfekt, aber ist okay. Aber wir dürften das theoretisch nochmal machen. Aber ich finde es okay. Wir haben jetzt nicht komplett abgelost, deshalb lassen wir das dabei. Ich will es nicht nochmal machen und danach weniger Punkte haben als zuvor. Das wäre auch blöd. Irgendwie. So, letzte Übung. Also wir sind wieder auf einen Platz höher. Angriff 2 gegen 3. Großartig. Okay, I want to see some skill. Positioning. Being a team player. Let's crack on, lads. Okay, Teamwork-Übung sozusagen. Triff gemeinsam mit deinem Mitspieler ins gegnerische Tor. Lass die Verteidiger nicht an den Ball kommen. Ja, das kriegen wir doch hin. So, mal schauen. Aha. Ah, jetzt hat der Torwart ihn. Ah, damit. Das ist schwerer. Ich glaube, da werden wir ein paar mehr Versuche brauchen. Ich finde es übrigens schön, wie da hinten noch das Tor steht. Yes! Das war schön. Oh, schön, schön, schön. Oh! Das war echt schade. Der läuft da halt unten auch immer direkt zum Mann. Das finde ich ein bisschen schwierig dann. Zack. Jetzt haben wir nur noch ein paar Sekunden. Dann machen wir nochmal schön. Und noch einen Versuch haben wir. Boom. Okay, das war nicht so schön. Ja, immerhin noch Sechster. Aber das kriegen wir nochmal besser hin. Das probiere ich nochmal. Jetzt wissen wir ja, worauf es ankommt. Ey. Ich wollte ihn köpfen. Zack. Es geht ja um Tore vorbereiten, ne? Also eigentlich ist es ja nicht schlecht, wenn ich direkt drauf schieße. Aber der Ball sollte halt auch reingehen, ne? Ja, spielen sie wieder rein ins... Oh Gott, der war ja schrecklich. Also ich glaube, der Versuch wird eher schlechter. Der war gut. So, noch 3 Sekunden. Das war eigentlich abseits, aber gut. Ah, auch wieder 5. Ja gut, lassen wir es. Ist doch okay. Ist gar nicht so einfach. 5. ist doch ein super Wert. Eigentlich. Wir müssen ja nicht gleich der Beste werden. Es reicht ja, wenn wir... Finde ich. So, nächste Übung.
Wie sieht's aus? Wir sind immer noch auf Platz 5, immer noch neben dem This Torwart. This is it. The 11-a-side game. Your final chance to show us what you got. Positioning, skill, being a team player. This is what we'll be looking for. Good luck to you, lads. Also, zweite Halbzeit sozusagen jetzt von dem Spiel von vorhin wahrscheinlich. Und, 11 gegen 11. Dann beweisen wir uns mal wieder. Looking sharp today, Hunter. Can't say I'm surprised. You got football in your blood, lad. Oh, vielen Dank. Thank you, Mr. Baker. I've been working hard just trying to get ready for today. It shows, lad. Keep it up. Okay. Das klingt ja schon mal nicht ganz verkehrt. Ich meine, wir sind immerhin Top 5. Nach dem Spiel waren wir ja sogar Top 1. Wir haben uns quasi mit den Skill Games ein bisschen, haben uns ein bisschen verschlechtert. Aber Halbzeit 2. Vielleicht. Genau, Sichtungslehrgang. Rückspiel sozusagen. Auf dem Trainingsplatz, Team 1 gegen Team 2. Wir sind wieder gelb und uns, also Alex Hunter, erkennt man immer oben an diesem gelben Stern-Symbol. So, mal gucken. Also am besten schießen wir noch ein Tor, weil das gibt immer gute Punkte. Das Schlechte ist halt als Stürmer, wenn man keine Tore schießt oder keine Torabschlüsse macht, dann hat man halt nicht viel mehr Möglichkeiten, was zu zeigen. So, jetzt muss ich hier hinten erstmal verteidigen. Ah, schrecklich. Oh, sind die langsam da hinten. Ist ja grausam. Also wir haben oben rechts steht wieder unsere Bewertung. Wir haben nur eine 6-0, also die erste Halbzeit zählt nicht. Für was Eigenes. Und jetzt haben wir einen Fehlpass gemacht. Und was für einen schrecklichen. Weil der Depp nicht schnell genug laufen ist, ehrlich. Der läuft nicht schnell und ich kriege die schlechte Wertung. Das ist unfair. Das ist eigentlich übrigens auch das Problem, was ich bei FIFA nicht mag, wenn man einen einzigen Stürmer hat. Wenn man nur einen einzigen Stürmer hat. Sehr schön, der Pass war gut. Nochmal runter. Ach, Idiot. Aber jetzt sind wir wenigstens wieder bei 6-0. Ich mag es einfach nicht, wenn man nur einen Stürmer hat. Ja, jetzt bin ich so weit vorne gewesen und hatte den Ball. Ja, wohin damit? Und ich spiele immer bei FIFA mit... Ach, geh doch hin! Ich spiele bei FIFA eigentlich normalerweise immer mit Aufstellungen mit zwei Stürmern. Weil das nervt mich, wenn ich irgendwie den Ball verliere und dann ist kein zweiter Stürmer mehr da. Das ist blöd. Au. Das ist echt schwierig, weil ich es gewohnt bin. Weil ich es halt wirklich gewohnt bin, mit stärkeren Spielern zu spielen. Und die sind alle so luschen. Gut, die Gegner sind jetzt... Ja doch, die Gegner sind schon deutlich hochwertiger von den Werten her. Aber bisher läuft es ja nicht so toll. Ah, goddammit! Komm, gib mir den Ball. Geh hin. Oh, warum geht er denn nicht hin? Übrigens war das jetzt auch wieder so ein typisches FIFA-Problem. Gib mir bitte den Spieler, den ich haben möchte. So. Und unser Alex Hunter ist jetzt wieder vorne. Kriegt wahrscheinlich dann gleich wieder den Ball. Und ich weiß wieder nicht, wohin mit dem Ball. Kriegt dann eine schlechte Bewertung. Kriegt dann wieder eine schlechte Bewertung, weil ich den Ball verspielt habe oder sowas. Goddammit, ich komme hier gar nicht mehr hinten raus. Kann ich eigentlich... Ne, ich kann auch nicht die Taktik ändern. Also wir sind jetzt wirklich nur hier... im Spielmodus, mehr nicht. Goddammit. So, der da unten steht frei. Mal gucken, wie weit der werfen kann. Schöne Flanke. Pass. Hat nicht funktioniert, aber immerhin eine Ecke rausgeholt. Und keine negativ schlechte Bewertung. Und irgendwie hat der Spieler der eigene Spieler ihn ziemlich gefährlich aufs eigene Tor gespielt.
Oh, dammit. Die sind so schnell am Ball. Ich wüsste gerade gerne, was unsere Attribute überhaupt sind. Das wäre eigentlich so der nächste Punkt. Möchte ich auch mal gleich anmerken, falls ich irgendwie mal während des Spiels plötzlich sehr ruhig sein sollte, das liegt daran, dass ich mich dann konzentriere. Tatsächlich ist Kommentieren und FIFA spielen in der Regel sehr schwierig, sagen wir es mal so. Weil man muss sich eigentlich sehr konzentrieren und Let's Player konzentrieren sich meistens nicht sonderlich. Irgendwie haben wir jetzt noch nicht wirklich was gemacht, was uns heraus... irgendwie ein bisschen abhebt von den anderen. Ich mache mal einen Pass einfach, dass wir ein bisschen gute Wertung kriegen. Der war sogar gar nicht so schlecht. Na. Hier vorbei. Schöne Flanke. Kopfball. Nein. Leider nicht. Könntest du bitte da hingehen, wo der Ball runterkommt? Und... ah, knapp vorbei, aber immerhin eine Knappbewertung. 6-3 sind wir mittlerweile. Ein Tor wäre uns, wäre mir lieber gewesen. Vielleicht hilft es mir auch, wenn ich mit den anderen schlecht spiele. Ah, jetzt habe ich den Ball wieder verloren. Aber hat keine schlechte Bewertung gegeben. Der war auch schwierig anzunehmen. Ne, die erste Halbzeit vom letzten Teil hat mir besser gefallen. So. Das ist Wahnsinn. Es ist echt schwer, mit denen zu spielen. Gibt es ja eigentlich Abseits? Das dürfte, wenn der ihn nicht rettet, noch Eckball geben, aber er hat ihn gerettet. Ja, dann sind wir jetzt gleich wieder beim... ich denke, dass die... ich denke ganz stark... dass wir hier auch nur die erste Halbzeit spielen. Oh, hat der mich weggedrängelt? Das habe ich, glaube ich, eine bisschen Plusbewertung bekommen. Darf ich schießen, bitte? Ich will nur aufs Tor schießen. Also ich glaube nicht, dass ich von hier aus treffe. Ich schieße mal direkt, aber... das ist eine Idee. Achtung. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich zu mir passen. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat, aber gut. Immerhin ein Eckball. Und noch ein Eckball. Sehr schön. Ich kann mal den zweiten Spieler rufen. Vielleicht bringt mir das was. Abpfiff. Okay, das lief nicht ganz so toll. Aber wir sind immer noch auf Platz 6. Das sollte doch bitteschön reichen. Also 16.000 Punkte haben wir bekommen. Ja, da hier oben, der war Lisa. Der hat doch gut abgeräumt, aber ist okay. Wir haben unser Bestes gegeben. Die erste Halbzeit war ja auch nicht schlecht. So, da stehen wir auf dem 6. Platz. Und jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Ah, sehr gut. Also hier ist, wähle deinen Spielstil. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Man kann entweder mit dem Team spielen. Das ist so wie früher die Virtual Pro Steuerung im Prinzip. Heißt, steuere das gesamte Team und zeige deine Vielseitigkeit. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Wir können aber aus Alex Hunters Perspektive spielen. Das mag ich aber persönlich nicht so, weil wir dann immer abhängig sind von den Gegnern, von der KI, die halt mit uns spielen muss. Wir könnten zwar auch sagen, hier, passt zu mir oder flankt zu mir. Ob sie das aber machen, ist immer so, Ich finde es spannender, mit dem Team zu spielen und deshalb machen wir das. Ich finde es auch so spannender. Lots of hard work on display out there. Hard work in training is the first step to making it as a pro and I saw plenty of that on display today. Some of you even look like you can play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up.
keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. So, Mutter und Opa waren da. Williams. Boy's got a mouth on him, hasn't he? Never shuts up. You can give it large all he wants, man. I just want to play football. I feel you, bruv. But how awesome would it be to see him get released, though? Oh, mate. I dream about it, like, reoccurring. Ein bisschen lästern müssen wir auch, ja. Irgendwie. So ein bisschen. Shift starts in half an hour. It won't be long, yeah. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure, the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short. It ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. You. Right. All right. What'd you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top draw. You stood out a mile. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burly, no-nonsense forward, brave as a lion, excellent first touch, like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. It was around back when your dad was still playing. We should call him. So ein Schwätzer irgendwie. Er sah so ein bisschen, weiß nicht, der redet zu viel. Schleimer, schleimig. Ja. Also jetzt haben wir ein bisschen aus dem Hintergrund was erfahren. Also dem Vater geht's wohl nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, ist der tot oder ist er einfach nicht da? Jedenfalls ging es ihm nicht gut und naja, das scheint uns ein bisschen zu belasten. So, jetzt schauen wir mal wieder hier, Social. Unsere Mutter. Achso, ne, das hatten wir ja schon. Kann ich da auch reingucken? Ah, sehr cool. Okay, okay. Aktuelle Woche. Aha, was? Okay, 8029. Aktuelle Woche plus 6155. Erwähnungen 0. Okay, also das ist wirklich wie Twitter im Prinzip. Und dann. Ne, da wollte ich nicht hin. Spielen wir weiter. Sichtungslehrgang. Leistung exzellent, Rang 6. Das ist doch gar nicht schlecht. Dann gucken wir mal weiter, wie es weitergeht. Wahrscheinlich mit ein bisschen Story. Ah, oh, wir kicken wieder. Anscheinend können wir auch Gitarre spielen. Und wie die Wand ausschaut. Hi. Agent's here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't, sir. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? Ah, das ist ein Dummschwätzer. Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one client. Aha. Ja. Ja, schön zu sehen ist eigentlich nicht so. Sicher doch, hm. Eigentlich sage ich jetzt mal nichts. You let him beat up on your wall like that, Mrs. Hunter? Well, he's always practicing anyway. And why not? It's just a wall.
What can I do for you, Mr. Taylor? Michael, please. Actually, it's what I can do for you. Oh, come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? Also, wir haben schon unterschrieben. Okay. Coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Okay, wir sind also gefragt. Und was, wir können bei allen unterschreiben? Ehrlich? Okay, super. Ja, genau, also jeder... Wir schauen mal beim Liverpool, was sagen die? Die wollen die Liga gewinnen. Trainererwartungsziele, Startelf 8-5, Auswechselspieler 7-5. Ja, es ist natürlich... Mal gucken, es gibt Boni, da hinten kann man Geld verdienen, 2400 Pfund für die Startelf. Ja, das Geld ist uns jetzt erstmal wurscht, ja. Wollen wir direkt bei Liverpool einsteigen oder wollen wir vielleicht, ja, auch Leicester will Platz 1 bis 4 schaffen. Vielleicht sollten wir doch erstmal zu einem anderen Verein wechseln. Ich finde das fast ein bisschen doof, dass ich alle Mannschaften auswählen darf. A team that's trying to go places. Problem is, they were way too inconsistent last season. Signings like Andros Townsend are a statement of intent from their manager, Alan Pardew. Clearly, he's keen to add to the pace and flair he's already got. For a young lad like you, the Eagles could be a good fit. Chances are you get lots of opportunities to get minutes on the pitch. Okay, Crystal Palace, da hätten wir viel Spielzeit. Jetzt könnten wir alles durchgehen. Was sagt er denn zu Liverpool? Yep, the sleeping giant of English football. But the Reds are still a force to be reckoned with. A couple of seasons ago, they lost their talismans Steven Gerrard and Luis Suarez, so they're looking for a new hero to help them back to their glory years from the 70s and 80s. Back then, they were pretty much unstoppable. Their squad's got a good mix of young players and experience, and their manager, Jurgen Klopp, has a proven track record of turning young players into stars. Word of warning. You might find yourself on the bench as much as on the pitch with all the attacking players they've got. Especially now they've signed Sadio Mane and Jorginho Wijnaldum. Also, da liegen einige Leute vor uns. An dem müssten wir vorbei. Was sagt, wie schaut's bei Leicester aus? Funny old game football. 12 months ago, Leicester were almost relegated. Now they're the defending Premier League champions. You can put that down to the incredible work of manager Claudio Ranieri and the amazing team spirit they have over there. Holding on to the title is going to be a tall order, but with the team in Europe and looking to build on last year's success, and with their squad hardly the biggest, you could have a great chance of breaking into the first team. Finde ich ganz okay. Stoke City finde ich auch ganz interessant. Das hören wir uns auch nochmal an. A couple of years back, Stoke weren't exactly known for playing attractive football. But their gaffer, Mark Hughes, has changed all that. Teams now full of creative attacking talent like Bowen and Jed and Shaqiri. Squad depth is a problem, though. So you'd have a great chance of breaking into the first team picture at a club that's trying to go places. Ja, jetzt ist die große Frage. Ich habe ja vorhin, also im ersten Teil, habe ich ja geschwankt, ob ich als Verein lieber Liverpool auswählen soll oder Leicester. Liverpool, denke ich, ist schwierig, weil wir gerade so viele Spieler da haben. Oder weil die so viele Stürmer haben. Wir sind ja Stürmer. Und ich denke, bei Leicester hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Freude, weil wir mehr spielen können. Und von vornherein. Stoke City ist mehr so ein Ausbildungsverein, finde ich. Also ein bisschen. Ich würde sagen, wir nehmen Leicester. Einfach, weil die sind gerade Meister geworden. Die erwarten nicht, dass wir Meister werden. Wir spielen in der Champions League mit, wenn es das hier überhaupt gibt. Und dann können wir ja immer noch irgendwann unser großes Ziel, ja, irgendwann zu Liverpool wechseln. Also ich würde sagen, wir nehmen Leicester City und, ja, oder? Was ist eine blöde Frage, was meint ihr? Aber
Gehen wir nochmal alles durch. Wir sollen ja in Ruhe entscheiden. Mal gucken. Aber ich glaube, Lester würde mir momentan am meisten zusagen, weil wir viel spielen können, uns entwickeln können. Das können wir bei Liverpool nicht. Komm, dann nennen wir Leicester und sorgen für eine Überraschung bei Leicester, oder? Das klingt doch toll, die sind eben auf Wind und das sind die Wölfe. Auf alle Fälle. Sehr schön. Wir haben unterschrieben. Decision made. I'll get the cogs turning my end and get the paperwork ready. You deserve this, Alex. Momentous day, Alex. So. Ich finde das, du wirst stolz auf mich sein, weil er uns immer unterstützt hat und. I'm gonna make you proud, Granddad. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way! Alex, that's just brilliant! Was ein Zufall. Sehr schön. Also, dann spielen wir unsere erste Saison bei Leicester City. Und ja, unser Freund ebenfalls. Ist doch großartig. Schauen wir nochmal kurz in die sozialen Medien rein. Was haben wir jetzt schon gelesen? Oh Gott, ich muss runterscrollen. Das hatten wir schon. Danny Williams, du bekommst demnächst wohl ein Angebot, Mr. Alexander. Na also, Garrett schreibt uns, ich und Mr. Alexander haben heute beim Sichtungslehrgang gezeigt, was Sache ist. Selbstbewusstsein ist alles, die Premier League kann kommen. Unsere Mutter schreibt, mein Sohn bekommt einen Vertrag bei Leicester. Dein Opa und ich sind unfassbar stolz auf dich. Yay! Sehr schön. Wer auch immer. Leicester gibt Mr. Alexander und Real Gas Walker Profiverträge. Wer kann in der Premier League zum Star werden? Im Blick behalten. Hier, EA Sports News. Die Youngster Mr. Alexander und Gas Walker haben Profiverträge bei Leicester unterschrieben. Nachschub für die Ersatzbank? Nein. Iron Ladyman schreibt, ich bin nicht überzeugt, dass Leicester mit Alexander und Gas Walker an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen kann. Wo bleiben die Megatransfers? Hallo? Unsere Mutter wieder, sie ist sehr stolz auf uns und mit deinen Top-Leistungen wird das Team dieses Jahr noch besser abschneiden. Mama ist stolz. Und Michael Taylor, nach Verpflichtungen wie Hunter und Walker bin ich überzeugt, dass Leicester die letzte Saison übertreffen wird. Da geht einiges. Na, der ist ja optimistisch. Trending, letzte Saison. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie das so ist. Also das, okay, das ist halt einfach die News kategorisiert im Prinzip. Okay. Also Hashtags. Und wir haben schon 8029 Leute, die uns folgen. Sollten die uns nicht erst nach der Verpflichtung irgendwie folgen, glaube ich. Und wurden ansonsten noch nicht erwähnt. Großartig, klingt doch toll. Und ansonsten können wir jetzt hier auf Weiter klicken. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Unsere ersten Schritte als mit unserem Profivertrag im Gepäck. Ich bin gespannt. Wir werden Spieler von Leicester werden. Ich bin so gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.